Hier sind wir wieder und sind jetzt auf dem Weg zum Feuergott. Ja, den Gott haben wir ja jetzt mehr oder weniger erfolgreich besiegt. From a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Ja, die Übersetzung ist nicht ganz vollständig. Zumindest teilweise. Hat zwar wieder irgendwas über den Nordmann erzählt. Beziehungsweise ihm, den sie gefunden hat, die blieb nicht viel Zeit, genau wie ihr, und da stand in der Übersetzung gar nicht drin. Ein Stück Story haben. The Northmen tell this story. Oh, ich hab zwei verpasst. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay. So kann aus, wäre das auch ein Storystein. Aber das heißt, ich habe zwei Storysteine verpasst. Die müssen ja rein theoretisch bei dem Raben noch liegen. Na guck, ich gehe dann vielleicht nochmal. Wenn ich nicht vergesse, gehe ich dann nochmal los. Da hast du dann Gesicht. Zwei Runen. Ja. You're close.
mit dem Hammer. Den Kombo kriege ich immer noch am besten hin. Mit dem Reinstechen. Ah, zu zeitig. So. Erstmal alle besiegt. Dann gucken wir uns mal das Siegel an. I can still smell it. A sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. You hear them too, Senua? Yes, I heard their scream. And I still hear them now. Da hat unser Y. Aber ich brauche noch das N dazu. Also diese mehrere Ys. Ja. Das Y habe ich schon mal. Jetzt brauche ich nur noch das N. Okay, hier ist es N. Irgendwo sind zumindest diese. Oder das H. Das kann auch ein H sein. Hier sind nämlich diese roten Runen in der Luft. Da ist es. Da hinten ist Helheim. You already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Sesam, öffne dich. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Da hängt schon einer. Einer hängt eine ganze Gruppe.
Da brennt's. Überlegen, Gott des Feuers, muss ich da wahrscheinlich hin und da ist dann wieder ein finaler Kampf. Das sieht wieder aus wie eine Arena. Ha, da ist doch. Ach, so eine mit dem Schild. Oh. Mit dem Schild ist nervig. Ah, das war ein Tritt. Au. Okay, den kann ich gut mit dem Trittangriff sein Schild durcheinander bringen und so sein Schild wegbringen, damit ich ihn treffen kann. Au. Ah, ich sehe nichts mehr. Hier ist Feuer. Da und da. Wahrscheinlich muss ich hier hochlaufen. Oder von wo bin ich? Ne, ich bin von da oben gekommen. Muss ich auch hier lang laufen. Das Feuer.
Juch! So bröckelt. Okay, irgendwie bin ich, glaube ich, gerade gestorben. Warum auch immer. Nee, zurückhalten. Vielleicht muss ich wirklich rennen. Hat doch nicht gebrannt. Ja, ich weiß, dass ich meinen eigenen Weg finden muss. Danke, Stimme in meinem Kopf. Und Stein. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Okay. Aber wenn ich ihn jetzt töte, wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Another gate. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Kratos. Und das ist hier in der nordischen Mythologie ist. Läuft hier rum und tötet einfach mal jeden Gott, den man irgendwo findet. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate, concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. She'll never be able to tell. Was war das? Warum rennen die Feuerschalen nicht? Jede Kack-Feuerschale, die ich jetzt gesehen habe, hat gebrannt. Hier, die brennt auch. Der Boden glüht. Der Boden ist Lava. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt.
I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Okay, da unten ist die Feuer. Die Feuerstätte. Bevor ich die aktiviere, gucke ich erstmal hier nach rechts, ob hier gleich ein Weg ist, wie ich schnell wieder zurückkomme. Ich vermute mal, ich kann hier runterspringen. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Dann welche Götter denn? Sind denn ihre Götter? Bestimmt wieder mit Feuerprobe. Okay, hier muss ich Feuer finden. Da hinten ist eine Runentür. Oh, ein Storystein. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Okay. Ich glaube mal, ich muss erstmal da lang. Dahinter ist dann da der nächste schon, oder? Ja, da ist doch der Feueraltar. Dann gehe ich erstmal zur Tür und hole mir die Runen ab. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua, the man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Ich muss ein X oder ein R finden.
Ein R ist in der Nähe. Ich sehe es gar nicht. Ah. Feuer ist ein R. Aber wo ist das X? Ja, jetzt sehe ich es auch. Ist ja nicht hier. Da war ja nur die Tür. Da ist es X. Ich kann es so nicht betrachten. Noch einen Baumstamm. Oder vielleicht so? Nee, auch nicht. Oder ich muss es andersrum betrachten. Das könnte ich auch sein. Hier eigentlich die hätte ich, glaube ich, ein Zeichen gegeben. Gibt gerade irgendwie gar kein Zeichen. Was? Hier gibt es Zeichen. Da ist es. Sag ich doch, das ist das X. Musst du nur die richtige Stelle finden. So. Auf zur nächsten Feuerprobe. Den Weg kann man also nicht nehmen. Es brennt. Los. Was? Ah. Brennt. Ja,
Ja. Kann man immer noch einer raus. Der Weg ist frei. Irgendwie wird mir der Truth ein bisschen seltsam. Komm, jetzt sind wir jetzt wahrscheinlich kurz vom Scheiterhaufen. Und ich würde mal sagen, wir sehen in der nächsten Folge, wie wir gegen den Feuerriesen kämpfen. Hoffentlich wird uns das nicht zu heiß. Okay, der war schlecht. Bis dahin. Ciao, ciao.